Bevor es jetzt richtig verwirrend wird, hier die Kurzfassung. Ihr wechselt eine Epic-Waffe aus, wenn alles grün ist, dann schiebt ihr die neue rein. Eine Nicht-Epic-Waffe wechselt ihr aus, wenn der Schadensbonus oben mal 10 genommen plus euren Hauptattribut in der Waffe besser ist als hier Ausdauer plus Geschick Wert. Dann wechselt ihr die auch. Herzlich willkommen bei Shakes & Fidget. Heute möchte ich euch erzählen, wie ihr die perfekte Waffe auswählt. Hierfür müssen wir erstmal verstehen, wie entsteht überhaupt Waffenschaden. Als Beispiel nehmen wir hier meinen Kundschafter. Genauso zählt es natürlich auch bei euren Krieger oder Magier. Da zählen dann einfach anstelle Geschick immer die Intelligenz- oder Stärkewerte. So, wir haben hier Waffenschaden. Waffenschaden steht hier oben bei den Waffen immer ganz oben bei Schaden. Das sind die 678 bis 1392 rund, also Durchschnittsschaden 1035. Das ist das, was hier auch mit reingezählt wird, weil hier ist ja der Rundwert. Dennoch geschickt durch 10 plus 1 müssen wir auch noch dazu rechnen und das Ganze dann multiplizieren. So, das machen wir mal kurz, um zu testen, ob es überhaupt stimmt, was hier steht. So, 1035 mal 1520,1. Dann haben wir den Wert, den müssen wir jetzt noch multiplizieren mit dem Portalbonus, das sind bei mir 27%. Und dann haben wir, tada, wer hätte es gedacht, genau den Durchschnittsschaden. So, das ist erstmal der Durchschnittsschaden der Waffe. Aber wir haben ja hier eine Waffenspanne. Was hat das zu bedeuten? Also jedes Mal, wenn eure Waffe zuschlägt und Schaden verursacht, wird zufällig eine Zahl ausgewürfelt, die in diesem Bereich liegt. Die kann halt jetzt bei mir sehr hoch sein im hohen 1300er Bereich oder sehr niedrig im 600er Bereich. Das ist halt immer zufällig. Und da kommen dann jetzt auch die verschiedenen Taktiken hinzu, die ihr bei zum Beispiel Dungeons nutzen könnt. Wenn ihr jetzt Powerpilzer seid und sagt, okay, ich habe hier reiche Eltern, ich stecke 1 Million Euro in das Spiel und kaufe mir jetzt viele Pilze und will jeden Dungeon schnell legen, dann nehmt ihr eine Waffe mit einer möglichst großen Spanne. Also wie meine jetzt hier von 600 noch was bis fast 1400. Wenn wir jetzt hier vergleichen, die Waffe hat sogar hier eine noch höhere Spanne. Die ist eigentlich schlechter, weil ihr seht ja, ist alles rot. Aber hat eine viel höhere Spanne, also könnte viel höheren Maximalschaden verursachen. Von daher könnte man die jetzt auch nehmen. Wenn wir jetzt mal hier schauen, ja, die ist sogar noch höher. Die hat noch höheren Maximalschaden, wäre also noch besser dafür geeignet. Wenn wir jetzt mal nur auf den Schaden achten. Und von daher, wenn ihr halt mehrere Versuche macht beim Dungeon, also wirklich viele Versuche, jetzt nicht nur ein-, zweimal am Tag, sondern richtig viele, dann kann es passieren, dass eure Waffe ganz oft hoch in dem hohen Bereich ist, also über 1000, 1300 Schaden macht, also der Standardwert. Und das ist natürlich das, was ihr wollt. Ihr wollt den Gegner legen. Und da könnt ihr halt das, auch wenn ihr noch niedrigere Level habt und eigentlich schlechteres Equip, auch noch sehr viel rausholen, wenn eure Waffe einen sehr hohen Schadenspeak hat. Ich persönlich bevorzuge lieber Waffen, die Durchschnitt einen guten Schaden machen. Da hätten wir hier zum Beispiel ein Beispiel. Die macht Minimum 1037 Schaden und Maximum 1100 noch was. Damit könnt ihr keinen überraschen. Also wenn ihr jetzt auch im PvP jemanden angreift, der viel stärker ist wie ihr, den werdet ihr vielleicht nicht unbedingt mit viel Glück besiegen. Also mit Glück meine ich jetzt Waffenschadenglück, nicht das Glück hier unten, kritischer Treffer. Das ist nochmal eine andere Geschichte, das können wir separat betrachten. Wir reden jetzt wirklich nur von den Waffenschaden. Also hier so eine Waffe mit konstanten Schaden ist gut, wenn ihr PvP machen wollt, nicht verlieren wollt und Gegner angreift, wo ihr wisst, okay, ich bin so stark, die sind so stark. Hier macht ihr wirklich konstant, gleichmäßig viel Schaden und macht zuverlässig auch den Schaden. Weil genauso gut kann es bei den Waffen mit einer hohen Spanne auch passieren, dass ihr einfach sehr oft in einem niedrigen Bereich Schaden macht. Also sehr wenig Schaden. Jetzt hier zum Beispiel im 500er Bereich oder noch weiter runter geht. Also so erstmal zu der Waffenwahl, wenn ihr einen Dungeon macht. So, aber was? Wie rüsten wir uns jetzt aus? Also wann verbessern wir uns? Also hier haben wir ja ganz klar, okay, die Waffe ist in allem rot. Die ist schlechter wie die. Kann jeder Laie erkennen. Aber wann wechsle ich jetzt zum Beispiel eine Waffe, die jetzt auch episch ist und jetzt sagen wir mal 10 Schaden mehr hat, aber alle Attribute 10 weniger sind. Welche ist jetzt besser, die mit mehr Schaden oder die mit weniger Schaden? Und da haben wir ja unsere Formel hier. Und die sagt halt an, weil wir sehen ja da, Geschick durch 10, das heißt im Durchschnitt ist es so, Geschick
10 Punkte sind gleichwertig wie ein Waffenschaden. Das heißt, wenn wir hier eine Waffe haben, die 10 Waffenschaden mehr hat und dafür, selbst wenn es noch 90 Attribute weniger sind, ist die immer noch besser, weil sie macht 10 Waffenschaden mehr. Ein bisschen müsst ihr auch noch darauf achten, dass euer Geschickwert geteilt durch 10, also wenn ihr jetzt hier 1500, wenn wir die letzte Zahl weg, 1519, wenn wir die letzte Zahl wegnehmen, möglichst nah an dem Waffenschadenswert, also hier den Durchschnitt 1035 ist. Und das müsst ihr versuchen, möglichst also nah beieinander zu halten, weil dann ist halt euer Geschickwert optimal. Bei mir ist es schon ein bisschen zu hoch, aber ich versuche halt immer möglichst viel Schaden zu machen. Von daher ja, ist es auch nicht schlimm. Irgendwo müssen ja die Skillpunkte hin und ihr müsst ja nicht immer nur auf Ausdauer oder so skillen. So, eine wichtige Frage bleibt jetzt noch. Wann wechselt man zum Beispiel von einer super tollen Epic-Waffe, die man sich vor ein paar Leveln geholt hat, gegen eine normale Waffe? Bei mir ist es so, ich habe jetzt hier durch die Schattenwelt ordentlich Level gut gemacht und bin jetzt halt extrem gestiegen. Dadurch seht ihr hier, eine Nicht-Epic-Waffe ist jetzt mit plus 50 Schaden schon richtig gut eigentlich. Von daher, also nochmal so zu den Attributen, also ich überschlage immer so, ein Punkt Geschick ist in etwa genauso viel wert wie ein Punkt Ausdauer plus ein Punkt Geschick, Glück. Also so Pi mal Daumen rechne ich das immer aus, weil für mich Geschick einfach noch macht halt Schaden. Also der Schaden, also das wäre jetzt viel effizienter gewesen, wenn ich statt 10 Punkte Geschick 1 Punkt Schaden oder sogar 9 Punkte Geschick sind dann schon fast so viel wie 1 Punkt Schaden hinzugefügt habe. Okay, also bevor es jetzt viel zu kompliziert wird, gehen wir mal lieber weiter zu dem, was wirklich zählt. Also hier haben wir jetzt 50 mehr. Wie rechnen wir das aus? Also wir haben jetzt hier aber dafür, hatte ich ja gesagt, 900. So, und da wollte ich ja sagen, okay, ist in etwa Ausdauer plus Geschick, ist etwa gleich viel wert, das Glück lassen wir einfach raus. Also haben wir hier einen Wert von fast 2000. Die Waffe hat 1734. So, machen wir mal so. Plus. Moment. So, also wie rechnen wir das aus? Die Waffe hier hat 984 mal 2 minus den Wert, den die Waffe hat, also den Ausdauerwert, könnte alternativ auch Geschick sein, je nachdem, ob ihr halt mehr auf Ausdauer geht oder halt Geschick. 1730, so. Das heißt, diese Waffe sollte, wenn man jetzt das wieder gegenrechnet, mindestens 24 mehr Schaden machen und sie macht sogar 50 mehr Schaden, um besser zu sein. Also von daher ist diese Waffe jetzt hier besser wie die Vuvuzela. Sollte man jetzt auswechseln, sobald man Edelstein hat, weil der Edelstein zählt da auch noch mit rein. Wir den jetzt da nochmal mit reinrechnen. Plus 295. Okay. Also da müsste die Waffe jetzt mindestens 53 mehr Schaden machen, um besser zu sein. Und das ist sie noch nicht, weil es noch kein Sockel drin. Aber sie hat einen Sockelplatz, also können wir es auch noch machen. Hier haben wir sogar noch einen Ausdauersockel, den könnte man da dann gleich reinmachen. So, also ab dem Punkt solltet ihr eine Epic-Waffe gegen eine normale Hauptattributswaffe oder Ausdauer auswechseln, wenn die besser ist. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und war nicht zu verwirrend. Wenn nicht, fragt nochmal nach.